Und das ist ein neues Paar, was wir auf dem internationalen Viereck noch nicht zusammen kennen. Es ist Flanell, diese KWPN-Stute, die seit ungefähr Mitte letzten Jahres, Mitte 2020, im Stall steht von Simike Rotenberger. Flanell ist 11, eine Tochter des Apache, aus einer Blue House Donchuvre Mutter gezogen. Und gezogen ist das Stichwort, denn Flanell wurde gezogen von Veronique Röhring. Sie hat diese Stute auch bisher selber geritten, also bis letztes Jahr, war auch mit der Stute bei der Weltmeisterschaft der jungen Dressurpferde dabei. Und dann hat sie sie weiter ausgebildet, schon bis National Grand Prix unterwegs gewesen. Und letztes Jahr dann ist Flanell bei Rotenbergers eingezogen. Simike Rotenberger und Flanell. Sehr schön leichtfüßiger Trabablauf. Schönes kreuzend, guter Fleiß in den Traversalverschiebungen. Der I-Punkt wäre das Genick noch etwas stabiler nach vorne oben. So, eins können wir auf jeden Fall schon mal sagen. Eine wunderbar engagierte, leichtfüßige Stute, die sie da hat. Das sieht aus wie eine gut abgesenkte Kruppe. Ich bin mir nicht ganz sicher aus unserer Perspektive, ob sie hinten immer ganz gleichmäßig durchgefußt hat. Auf jeden Fall immer diagonal abfußend, jawohl. Das ist natürlich ganz wunderbar, dieser Eifer, den sie mitbringt. Ne? Auch jetzt hier in der Passage. So, jetzt sehen wir es nochmal schön von... Ah, das ist jetzt doch sehr deutlich noch im Vorwärts. Machart finde ich gut. Darf gerne noch etwas mehr auf die Stelle platziert werden, die Piaffe. Ja, definitiv das dicke, dicke Fund der Trabtour, diese Leichtfüßigkeit, dieses Engagement, was Flanell in jedem Moment in der Trabtour mitgebracht hat. Absolut guter Schritt mit viel Dehnung. Jetzt haben wir ja so ein bisschen Flugverkehr, unschwer zu überhören über dem Viereck, aber das ist ja normalerweise, was die Pferde nicht so irritiert, wenn das allmählich näher kommt und sich dann auch allmählich wieder entfernt. Na, das war jetzt schon noch, wie auch viele ihrer Kollegen, recht brav geritten, dieser Mittelgalopp mit dem fliegenden Wechsel, aber auch das hat wunderbar geklappt und ich würde mal denken, wenn die ein bisschen besser sich noch kennen auf dem Turnierviereck, dann legen sie da auch noch eine Schippe Risiko drauf. Sehr fließend, ne? Das ist ja ein ganz entscheidendes Kriterium in den Traversalen, egal ob Trab oder Galopp, und das hat sie hier uns wirklich gut gezeigt. Sehr gesetzt. Ja, die schreit nach der Lastaufnahme. Ich glaube, das können wir ihr absolut attestieren. Immer noch mal wieder würde ich so ein bisschen an der Anlehnung rumnörgeln wollen, dass sie da noch nicht ganz so optimal vorne oben steht und auch zwischenzeitlich immer mal das Maul so ein bisschen offen hat. Sie zieht ja trotzdem nach vorne ans Gebiss ran. Also ich glaube nicht, dass da irgendwas sie stört. Aber ein geschlossenes Maul und vor allen Dingen das Genick noch so ein bisschen konstanter vorne oben. Also Pirouetten würde ich mal sagen, auch wenn vielleicht die Linkspirouette noch gesetzter, noch präziser am Punkt war, absolut ein Highlight bei den beiden. Unglaubliche Lastaufnahme. Eine
unfassbar starke Galopptour. Ja, Ege, das wieder schön von der Seite eben. Ne? Dieser harmonische Galoppsprung durch den Körper, den sie mitnimmt. Den sie mitnimmt durch die Lektion. So, da kommen sie ausdrucksvoll und leichtfüßig zum Ziel. Meiner Meinung nach eine richtig, richtig gute Prüfung. Das waren Flanell und Simika Rothenberger. So, ich glaube, unschuldig.